So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und Niantic gestern Abend überraschend hat erstmal wieder neue Pokémon rausgehauen. Eigentlich habe ich ein komplett anderes Video für heute gedacht. Aber man muss ja mit der Zeit gehen, das ist also hinfällig, muss ich schnell wieder löschen, bevor es veröffentlicht wird. Selbstständig, 17 Uhr. Versuche jetzt außerdem immer so 17 Uhr das Pokémon-Video rauszuhauen, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Und es gibt natürlich jetzt wieder viele Pokémon in Raids. Also eins gibt es in Raids, in Eiern, Wild, alles Mögliche. Und es ist ganz frisch, ihr könnt durch Tauschen entwickeln, beziehungsweise die 100 Bonbons für die Entwicklung sparen, bei bestimmten alten Pokémon, aber auch bei neuen. Wir wollen uns jetzt mal auf die Suche nach Praktibulk machen. Eins von den neuen, was so ähnlich ist wie Macholo. Das kann man angeblich auch günstig dann, wenn man es rübertauscht, die zweite Form entwickeln, ohne 100 Bonbons auszugeben. Und gucken mal, ob wir uns heute den Pokédex-Eintrag holen können für Meistergrief. Ja, jetzt muss ich mir aber einen Raid suchen, muss erstmal los und wir sehen uns dann gleich wieder. Mensch, ich könnte schon wieder komplett ausrasten, den ganzen Tag in Hibu gesessen, den ganzen Tag gewartet, dass irgendwo ein Praktibulk aufgeht. Mit der Map schön die Einer-Raids im Auge behalten. Grüße gehen raus an Extrem, super gute Sache. Ich habe nur gesehen, in Coburg ist immer zu eins aufgegangen. In Hibu nichts, nada, niente. Jetzt ist in Eisfeld einer aufgegangen, also habe ich es mir nicht nehmen lassen. Schnell mal nach Eisfeld zu Gurken. Wir sind jetzt hier beim Friedhof. Eisfeld, so ähnlich, sieht das auf jeden Fall aus. Ihr seht, hier in der Nähe ist auch so ein Karate-Dude. Hier ist ja auch ein Kontinentaler. Der blaue Karate-Dude ist hier und der andere ist nicht hier. Also der rote, kräftige, klopsige, ist aber so weit weg, da habe ich jetzt auch keinen Bock hinzugehen. Und das Gute ist, ich mache das jetzt mit einem Zweit-Account, weil ich muss mir das ja dann rübertauschen. Aber wie genau das alles funktioniert, gucken wir uns gleich an. Wir gehen erstmal auf die Arena. Praktibulk, der sieht doch lustig aus, oder? Mit seiner Weste, mit seiner Sturmlocke, Schmalzlocke, wie auch immer. Aber vor allem einfach mit einem Brett. Sieht aus wie Hexor Jim Duggan. Wenn ihr Hexor Jim Duggan noch kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Kampf nimmt man natürlich Psycho dagegen. Wir lassen die Mewtwo einfach mal drin, lassen die Zeit runterzählen, nehmen das Praktibulk mit. So, noch 3 Sekunden, 2, 1, 0, da geht's also los. Das Gute ist, ich kann ja den Ton mal noch ein Stück anmachen. Auf dem Weg hierher haben wir natürlich noch einen Geist gefangen, praktisch. Ein Traunfugil, passend zum Friedhof, noch einen Geist mitgenommen. Und guckt euch das an, wie der mit seinem Knüppel einfach draufhaut, aber wenn der Schläge kriegt, dann sieht er schon süß aus irgendwie. Jetzt guckt er zwar so böse, aber dann kneift er die Augen zu mit seiner Kaffeebohnennase. Also das ist kein großes Gefecht. Finde ich trotzdem sehr cool, das Design vor allem. Macht Spaß, den zu fangen, den zu bekämpfen, den zu entwickeln auf jeden Fall. Ich finde immer noch, den sein großes sieht aus wie... Also Meister Grief sieht aus wie der Bruder irgendwie von Letter King. Die haben irgendwie die gleichen Gesichtszüge, die gleiche komische Nase, den gleichen Ausdruck. Wir fangen den. Wenn wir jetzt schon mal doppelte Bären anwenden, müssen wir gleich weniger Bonbons investieren. Das dürfte jetzt neuer Pokédex-Eintrag sein. Gleich mit 6 Bonbons. Ich hoffe, das ist kein guter. Sonst tut mir das gleich leid für ihn, wenn ich den wegtausche. So, 6 Bonbons. Alter, 50 braucht ihr für den. Ich dachte 25, wie bei Macholo zum Mashok und dann 100 für das nächstgrößere. Jetzt ergibt das auch Sinn, warum die das so komisch machen, dass die ersten Stufen plötzlich 50 brauchen. Gefangen in Eisfeld, Thüringen. Werte sind okay. Wir wollen aber jetzt, wir wissen eh mal nicht, was wir mit den Sonderbonbons machen sollen. Wir packen hier mal 50 Stück drauf, dass wir den entwickeln können. Praktibulk zu... Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall 50 ausgeben auf dem Kleinen. Mit dem Kleinen habe ich eh mal Sonderbonbons. Auf dem anderen habe ich Sonderbonbons. Da habe ich Sonderbonbons. Ich weiß nie, wo ich die reinstecken soll. Jetzt können wir sie hier reinstecken. Das seht ihr schon. Plötzlich hat er einen Blumenkohl auf dem Kopf und die Nase sticht schon deutlich hervor. Die Weste wird auch größer. Er guckt auch aggressiver. Alter. Strepoli. 200 Bonbons! Das ist... Alter! Jetzt nehme ich den aber.
tausche den mit meinem großen Account. Der große Account, das ist natürlich dann ein Spezialtausch, da gebe ich ein legendäres an den hier ab. Den tausche ich rüber auf den großen und durch den Tausch müsste sich den dann einfach entwickeln können zu Meistergriff, ohne auch nur ein Bonbon investiert zu haben und habt so schon komplett die dritte Entwicklung mit dem ersten Pokémon und ihr habt 50 Bonbons ausgegeben sozusagen, um einen Meistergriff zu bekommen, zwar auf dem kleinen Account, aber trotzdem 200 Bonbons, also das ist schon eine Wucht. Wir müssen uns jetzt aber ummelden, damit wir das machen können und ihr dann seht, wie das Pokémon hier ankommt auf dem großen Account. So, da sind wir wieder zurück. Was ich überhaupt nicht beachtet habe, jetzt habe ich das Auto auch noch zugemacht. Pupsi ist jetzt gefangen, die kann sich nicht mehr bewegen. Die hat jetzt auf jeden Fall das andere Handy. Und wir gucken mal hier, wir tauschen jetzt mit dem Iver Kids Account. Und was ich total vergessen habe, die sind ja Glücksfreunde, das war jetzt nicht Absicht. Aber das ist ja eigentlich noch genialer, denn jetzt wird es einfach ein Glücksmeistergrief. Vielleicht sogar mit richtig guten IV. Wir gehen mal drauf. Und wir wollen dem ja eh ein legendäres geben. Das passt also sogar noch besser. Geben mal hier Rai ein, Rayquaza. Gebe ich mir das schlechteste, was ich jetzt noch habe, ist ein 96er Rayquaza. Mit 13, 15, 15. Kann ja nur besser werden. Da seht ihr Eisfeld Röhmhild 800. Eben durch beste Freunde. Ist also relativ günstig. Auch wenn ich den Eintrag noch nicht habe. 800 Staub, das kann man gerne mal ausgeben für ein Glücks-Pokémon, für Strepoli, für einen neuen Eintrag. Und 200 Bonbons müssen sozusagen also gelöscht werden. Es müsste 0 dastehen und ich dürfte das jetzt zu Meistergriff entwickeln können. Was einfach nur richtig heftig ist, richtig brutal. Ich hoffe, das passt alles. Hier ein neuer Pokédex-Eintrag. Er trägt nicht mehr sein Holz spazieren, sondern seinen Stahlbalken. Guckt euch das an, 1218, ich check jetzt nicht die IV, ich entwickle den jetzt erst, 0 Bonbons, Trade erfolgreich, ihr könnt den jetzt entwickeln, Strepoli zum Meistergriff, diesmal sage ich nicht Grief, sondern Griff, eins meiner Lieblings-Pokémon jetzt schon, wenn ihr euch das anguckt, wie das ausschaut und vor allem wie es jetzt aussieht. Seht ihr, der Bruder von Bummels, der Bruder von Letterking, das hat irgendwie die gleichen, die Nase, diese Augen, diese Gesichtszüge. Wenn das auf dem Boden liegen würde, ihr würdet das doch total verwechseln. Jetzt könnte man sogar noch hochziehen, wenn man Bonbons hätte. Aber da man noch nicht ein einziges gefangen hat, hat man auch keine Bonbons. Wie sieht es denn bei deinem Rayquaza aus? Von den IV, hast du mal bewertet? Oh, der hat schon wieder gewechselt. Wir bewerten jetzt mal das Meistergriff. Und 10, 14, 12, 14. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das screenen wir gleich mal ab. Machen mal hier ein Bild. Und das finde ich genial, wenn ihr mehrere Accounts habt oder so. Gönnt euch ruhig mal auf dem kleinen Account so einen Teil. Das gibt es ja momentan nur aus den Raids. Gönnt euch so eins. Steckt mal ein paar Bonbons rein oder macht mehrere Raids. Gebt das dem Großen. Ihr könnt das beim Großen entwickeln. Ihr könnt so einfach, so leicht jetzt eine 6er-Armee von diesen Teilen hochzüchten. Zusätzlich wartet ihr also vielleicht, bis ihr Glücksfreunde seid. Wenn ihr nicht wisst, was ihr tauschen sollt, tauscht einfach sowas. Dann habt ihr noch gute IV. Ihr habt die Bonbons eingespart. Ihr könnt das günstiger hochziehen. Also ich finde es richtig genial. Das geht natürlich auch bei alten Pokémon. Wir löschen jetzt mal hier das. Ihr habt also eine kleine Übersicht zum Beispiel, was jetzt alles neu ist. Hier die Kontinentalen sind da, sind jetzt halt noch nicht die deutschen Namen, aber ihr habt auch Barschuft. Ihr habt dann hier diesen komischen Kaktus, ihr habt diese zwei Karate-Typen. In den 10er Eiern habt ihr welche, in den 5er Eiern, in den 2er Eiern. Wild seht ihr oben rechts, was alles da sein kann. Und oben links seht ihr nochmal, was ihr alles so jetzt entwickeln könnt. Da habe ich aber auch noch eine andere Grafik dazu, nämlich die hier. Wo einfach nochmal alles anders ist. Haben wir nicht eine von... Eine deutsche? Ne, haben wir nicht. Gut. Eine deutsche gibt es, glaube ich, auch schon. Aber auf jeden Fall, ihr könnt einfach jetzt gucken, was cool ist. Wer noch keine Machomai-Armee hat, kann sich auf jeden Fall jetzt so auch ein paar Machomais günstig traden. Wer keine Bonbons hat, kann die sich so ertauschen. Simsala, auch richtig heftiges Pokémon, genauso wie Georock natürlich oder also Geowatz, Georock. Dann hier Alpollo zu Gengar, auch guter Geistangreifer. Ihr habt eigentlich so gut wie nur gute Pokémon darin, die ihr nehmen könnt. Bei dem Rest weiß ich es eben nicht.
an diese komische Schnecke da, das andere. Das erste sieht noch krass aus, das zweite haben wir ja gerade gemacht. Wir sind also gespannt, welches Pokémon würdet ihr also als erstes so nehmen? Ist es was von den alten? Ist es was von den neuen? Was haltet ihr davon mit dem Tauschen, dass man das jetzt so machen kann? Und was sagt ihr zu den 200 Bonbons? Ist das nicht krass? Aber das ist auf jeden Fall ein Feature, was wieder frischen Wind ins Spiel bringt, was mich begeistert. Und ja, das Niantic übertrifft schon wieder alles. Es ist immer noch der Ei-Marathon, der Ei-Schlüpf-Marathon ist immer noch am Laufen. Dann habt ihr immer noch Shiny Heatran, Heatran, Heatran in den Raids, Heatran, wie auch immer. Und jetzt hauen sie schon wieder neue Pokémon raus und eine neue Funktion mit dem Tauschen. Also richtig genial. Und wenn wir einmal in Eisfeld sind, nehmen wir uns jetzt gleich noch einen Chili-Cheese-Döner mit, denn wir kommen so selten hierher und das gibt's nur in Eisfeld und Schleusingen, soweit ich weiß. Chili-Cheese-Döner. Wenn ihr Angst habt, euch zuzusauen, gönnt euch Chili-Cheese-Rolle. Da saut ihr nicht so viel rum, aber trotzdem gönnt euch das. Richtig genial. Das war's von meiner Seite aus. Pupsi, die wartet nämlich schon. Die hat eben sich auch, sie hat sich einen Darmhirplex rübergetauscht mit Glöckchen. Ist auch einfach shiny Darmhirplex mit Glöckchen, ist auch lucky geworden. Richtig brutal auf jeden Fall. Heute voll die Lucky-Sendung. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Rumsus.